Hallo, mein Name ist Miriam Pein-Hackebusch. Ich bin hier an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe Professorin für die Technologie für Kosmetik, Waschmittel und Pharmaka. Und heute bin ich hier, um das Projekt Hands-on Project vorzustellen, in dem es um forschendes Lernen geht. In dieser Methode geht es darum, dass die Studierenden eigenständig eine Fragestellung entwickeln und diese Fragestellung mit all den Schritten, die es auch in einem Forschungsprojekt geht, bearbeiten, nämlich angefangen von der Recherche, Methodenuntersuchung, Methodenentwicklung, Anwendung, aber auch Produktentwicklung und Bewertung dieses Produktes. Wir machen es im Praktikum. Ich habe es jetzt für eine Vorlesung oder für ein Seminar noch nicht ausprobiert, aber für so eine praktische Lehrveranstaltung. Und es liegt, es ist ein Wahlpflichtfach. Und dieses Wahlpflichtfach ist so aufgebaut, dass die Studierenden alles selber gestalten. Also ich habe relativ, ich sag mal, wenig zu tun, was sehr schön ist. Ich bin mehr die Mentorin, als dass ich die Leiterin bin, sondern ich stelle mich hin und beantworte Fragen, helfe den Studierenden da, wo es nicht geht. Aber letztendlich ist die gesamte Gestaltung dieses Projektes von den Studierenden abhängig. Momentan führen wir es in Gruppengrößen aktuell mit einer Gruppengröße von 9 Studierenden durch. Letztes Wintersemester haben wir es durchgeführt mit 8 Studierenden. Das ist eine perfekte Gruppengröße. Ich kann es mir vorstellen, bis maximal 20. Allerdings wird das dann schon schwieriger zu realisieren sein, dass jeder Student auch die Betreuung und die Resonanz bekommt, die er braucht. Die Lernziele sind, dass erlerntes Wissen angewendet wird, aber auch auf neue Probleme übertragen wird. Es ist mehr ein, wenn man so möchte, ein Soft-Skill-Praktikum als ein Hard-Skill-Praktikum, denn die Hard-Skills lernen sie vorab schon in verschiedenen anderen Lehrveranstaltungen. Und hier ist es mehr die Aufgabe der Studierenden, sich in einer Gruppe zusammenzufinden, sich Aufgaben zu teilen, miteinander zu kommunizieren, das Ganze zu präsentieren, auch weniger vor mir, sondern mehr vor sich. Sie sehen es so, als wenn Sie in einem Projekt, in einer Firma arbeiten würden und dort ein eigenes Projekt bearbeiten würden und sich das gegenseitig die Aufgaben teilen, dass nicht jeder alles macht, sondern aufgrund von Möglichkeiten, Fähigkeiten das Ganze verteilt wird und hinterher zusammengetragen wird, um das bestmögliche Ergebnis herauszubekommen. Unser Wunsch ist es, die Studierenden emotionell mit diesem Produkt oder mit diesem Projekt auch zu verknüpfen, dass das wirklich etwas ist, was sie freiwillig durchführen. Normalerweise geht man in ein Praktikum oder auch in eine Lehrveranstaltung und macht es, um einen Schein zu bekommen oder Credits zu bekommen, also eine wirkliche Bewertung. Hier ist es, dass ich möchte, dass sie nicht nur für die Credits etwas machen, sondern weil sie etwas lernen können, weil sie die Vorteile sehen, dass sie das, was sie lernen, später auch zu 100% anwenden werden. Nicht nur können, sondern sie werden es anwenden. Insofern ist der Wunsch, dass die emotionelle Verknüpfung mit diesem Projekt höher ist als mit anderen Projekten. Die initiale Vorbereitung vor einem Jahr war, dass wir uns überlegt haben, wie läuft es tatsächlich in einer Firma ab. Und wenn man ein neues Produkt entwickeln möchte, versucht man erstmal herauszufinden, welches Produkt ist denn das, was ich gut finde, um da erstmal so einen Standard zu haben. Und das heißt, wir haben uns überlegt, wie gehen die Angestellten oder auch die Produktentwickler in einer Firma tatsächlich vor. Und das haben wir versucht abzubilden. Also es ist weniger, dass ich jetzt in dem Projekt selber eine große Vorbereitung habe im Sinne von, dass ich Folien erstelle. Es ist wirklich so, dass die Studierenden selber alles machen. Also das erste Treffen läuft so ab, dass die Studierenden einen Korb bekommen mit verschiedenen Wasch- und Reinigungsmitteln und sich daraus ein Produkt aussuchen dürfen. Noch nicht wissen, was sie damit machen sollen. Und im nächsten Schritt wird ihnen dann gesagt, okay, die erste Aufgabe ist, innerhalb von 3 Wochen herauszufinden, was ist drin. Dann müssen sie die Firmen anschreiben, müssen sie eine Liste erstellen. Und der zweite Schritt ist, dass sie dann herausfinden, wie sie diese Inhaltsstoffe quantifizieren können. Also wie sie den Gehalt dieser Inhaltsstoffe nachweisen können. Das wird dann in einer Teambesprechung vorgestellt vor den anderen. Die anderen haben dann wahrscheinlich ähnliche Inhaltsstoffe, weil das Rad wird eben nicht neu erfunden. Und dann wird herausgefunden, was brauchen sie eigentlich alles dafür, welche Chemikalien, welche Glasgeräte. Aber das sagen die Studierenden uns. Es ist nicht so, dass wir denen sagen, ja, macht das so und so, sondern wir sagen, okay, wenn ihr das ausprobieren wollt, macht das gerne.
Aber es ist tatsächlich so, dass die uns dann sagen, wir brauchen die Bechergläser, wir brauchen die Büretten. Also die sagen uns, was sie haben wollen. Also richtig eine wirklich komplett selbstständige Vorbereitung. Also die Vorbereitung liegt wirklich weniger bei mir als vielmehr bei den Studierenden. Wir haben keine Feedbackbögen ausgeteilt, weil dieses Format für dieses Projekt nicht passend ist. Da steht ja nur, ach ja, lernen Sie was oder lernen Sie nichts. Es ist so, dass ich persönliche Feedbackgespräche führe, auch im Rahmen dieser Gruppen- oder Teambesprechungen, dass ich wirklich genau frage, was läuft gut, was läuft nicht gut. Das machen wir auch in regelmäßigen Abständen. Und jetzt ganz konkret habe ich auch noch einmal nachgefragt, was Sie bisher gelernt haben, weil es läuft es ja gerade zur Hälfte. Und das Feedback, was ich bekommen habe, war so, wie ich es mir gewünscht habe, nämlich dass die emotionelle Verknüpfung mit dem Projekt, mit diesem Produkt viel größer ist als in anderen Lehrveranstaltungen. Sie fühlen sich ernster genommen, sie fühlen sich noch mehr vorbereitet auf das spätere Berufsleben. Sie finden es gut, dass sie auch einfach mal ausprobieren dürfen und wenn es nicht klappt, dann nicht ja, dafür bestraft werden, sondern dass mehr die Diskussion kommt, warum hat es nicht geklappt, was kann man beim nächsten Mal gemacht werden, damit es besser geht und dass sie das auch durchaus in der großen Gruppe anwenden. Also sie sehen es durchaus als sehr, sehr vorteilhaft und prägend für ihren späteren Berufsweg. Wenn man weitere Lernmethoden einführen würde, würde das aus meiner Sicht erstmal auf Kosten der Zeit gehen, die sie dafür hätten. Wenn es ein größeres Modul wäre, könnte ich mir das sehr gut vorstellen, dass man vielleicht noch mit weiteren auch theoretischen Methoden, auch mit Präsentationsmethoden, dass man da noch ein bisschen mehr drauf eingeht. Ich habe es im letzten Semester auf ein anderes Pflichtmodul angewendet und dort ist es aber auch ein Praktikum. Und in diesem Praktikum habe ich dann für die letzten 3 Tage die Studierenden eine eigenständige Aufgabe ausarbeiten und auch anwenden lassen und hinterher einen Bericht darüber schreiben lassen. Ja, es lässt sich auch anwenden im kleineren Rahmen auf andere Module.